Die Woche beginnt mit einem Smoothie. Darin enthalten sind Leinsamen, Sprossen, Bananen, viele Arten von Gemüsen, Brokkoli, Strunk und ja auch ein bisschen Paranüsse für das Selen. Und ja, und das gibt's jetzt. Grünkohl natürlich noch ganz viel. Der Hauptbestandteil. Und jetzt gibt es noch ein Bananeneis mit Datteln. Das sind ungefähr so 6 bis 7 Bananen und eine Handvoll Datteln und ein bisschen Salz. Und das gibt's jetzt. Und der Morgen beginnt mit einem Smoothie. Viele Sprossen heute drin, ja, Leinsamen, Grünkohl und so weiter. Ihr kennt das ja alle. Und jetzt gibt es Süßlupinen. Wie gesagt, bei den Süßlupinen, die nehme ich nicht jedes Mal auf. Esse ich über den Tag verteilt immer mal in so eine Hand. Also, ja, habe ich ja schon mal gesagt. Und zum Morgen gibt es wieder einen Smoothie. Wie gesagt, in diesem Smoothie ist alles enthalten, was ich an Nährstoffen pro Tag brauche. Und alles andere, wenn noch was kommt, ist Bonus. So, und zum Abend gibt es jetzt noch einen Salat mit Paprika, mit Feldsalat, mit Frühlingszwiebeln und mit Gurken. Und ja, mache ich jetzt, mische ich alles ein bisschen, mache noch ein paar Leinsamen drauf, vielleicht ein bisschen Sojasauce, mal sehen. Und ja, das gibt's jetzt. Das Smoothie sieht heute irgendwie also so wie ein Fruchteis, oder? Ich habe nämlich doch eine Tüte Erbsenprotein gefunden, das ist das hier hinten. Und ja, normalerweise mache ich das nicht mehr in den Smoothie rein, aber ja, ich brauche halt alle meine Pulver, meine Tees, ich tue halt einfach alles rein, was ich halt noch finde. Ich habe auch Brennnesseltee, Hibiskustee, kommt einfach alles so rein, grüner Tee, alles rein. Einfach nur rein, rein, rein. Der Körper wird sich schon rausziehen, was er braucht. Und den Rest, der geht halt wieder raus. So, jetzt gibt es Brokkoli und Zwiebeln in Sojasauce eingelegt. Dann habe ich Besuch und da habe ich mal hier was kredenzt. Und zwar sind das einfach Bohnen, Senf, Panier und Paniermehl. Dazu ein paar Gewürze, einfach zusammen geflanscht und in den Kontaktgrill gelegt. Das sind so ja, trockene, würzige Buletten, würde ich sagen. Ganz einfach und ja, die gibt es jetzt sozusagen hier dazu. Das hat sich schon zum Standard etabliert, wie fast jeden Tag. Ja, hier sind viele Dinge drin, vielleicht tue ich irgendwann mal auch wieder alle Dinge die Woche mal aufzählen. Auf jeden Fall sehr viel gemixt von Gemüse, Obst, Wurzelgemüse, Samen, Sprossen, alles Mögliche. Und jetzt gibt es wieder eine Portion Zwiebeln und Brokkoli einfach mit Sojasauce mariniert und ja, die gibt's jetzt. Und jetzt gibt es noch einen Smoothie. Ich zeige euch mal wieder, wie er aussieht von der Farbe. Manche wollen ja mal wissen, wie es dann aussieht. Ne? So sieht er dann aus. Allerdings ist hier keine rote Beete drin, obwohl er wahrscheinlich trotzdem ein bisschen rot sein müsste durch die Himbeeren. Normalerweise ist er immer noch ein bisschen dunkler und wahrscheinlich also werdet ihr das als rot wahrnehmen. So, und zum Abend gibt es jetzt hier einen Salat. Das ist Pastinake, rote Beete, Erbsen und Tofu. Der ist gegrillt. Also einfach so gegrillten Kontakt, also in so Kontaktgrill-Tofu. Und Gurken sind noch drin und Tomaten. Einfach so ein großer gemixter Salat und den gibt es jetzt.